euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Vor einem guten halben Jahr habe ich doch mein Abnehmprogramm gemacht, zurück ins Dirndl gewandt, das ich auch damals gut geschafft habe. 5 Kilo habe ich da abgenommen, aber von den 5 Kilo haben jetzt schon wieder 3 drauf. Ich muss also dringendst wieder mein Programm starten. Da nehme ich natürlich meine alten Rezepte her, denn die muss ich ja deswegen nicht wegschmeißen und wieder was Neues erfinden. Die haben ja ganz gut geklappt und die waren wirklich sehr lecker. Und wichtig ist mir eigentlich immer, dass ich einigermaßen satt bin dabei, denn sonst könnte ich schon leicht grantig werden. Da habe ich jetzt in der Fernsehzeitung im Gong, steht da, Salate zum Sattessen. Wie gesagt, das ist mir immer wichtig, satt, mit wenig Kalorien. Da habe ich einen Reis-Nudelsalat drin gefunden und den machen wir heute. Weiß noch nicht, wie ich das alles hinbringe, denn zum Beispiel wegen einem Teelöffel Sesam kaufe ich jetzt kein ganz Backe Sesam. Also das lasse ich heute dann einfach weg. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Ausschlaggebende. Ich mache den nach meiner Art. Und ich glaube, dass er uns schmecken wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes brauche ich jetzt da eine helle Sojasauce, eine Austernsauce, einen Reisessig und ein Sesamöl. Und ein bisschen Zucker und die Steak. Das muss ich jetzt nämlich in diese Marinade einlegen. Die Sojasauce, die Austernsauce, das Sesamöl, den Reisessig und dann Zucker. Alles miteinander verrühren. Und ein Steak darinnen marinieren. Für den Salat selber brauche ich jetzt Reisnudeln. Da tut sich bei mir schon mal die Frage auf, das hat nämlich 250 Gramm Reisnudeln. Für 2 Personen brauche ich 150 Gramm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man all diese Reisnudeln jetzt für den Salat braucht. Vielleicht haben es 150 Gramm im nassen Zustand. Also ich nehme jetzt da ein bisschen was her von diesen Reisnudeln. Also auf alle Fälle braucht man die Reisnudeln, geröstete gesalzene Erdnusskerne, eine Sweet Chili Soße, ein Reisessig, eine Karotte, eine Mini-Salatgurke, da habe ich jetzt eine halbe die normale Gurke, ein Babyspinat, Koriandergrün, Lauchzwiebel, Rapsöl zum Braten und Garnelen ohne Schale. Gegarte Garnelen. Das Wasser habe ich jetzt aufkochen lassen. Ich habe auch ein bisschen Salz rein da und dann gebe ich jetzt eben 2 so Stränge vielleicht an Reisnudeln rein. Die muss man 5 Minuten bloß da drin quellen lassen. Und einen ganz schönen Saustall macht man da eigentlich auch damit. Die Reisnudeln nun abgießen. Na, ich glaube, auch die sind uns ein bisschen zu viel. Die müssen jetzt abkühlen. Für die Marinade, da brauche ich jetzt meine gerösteten Erdnüsse. Die Erdnüsse, die werden jetzt vermischt. Und zwar mit der Chilisauce, dem Reisessig und dann Sesamöl. Die Gurke schälen und in feine Streifen schneiden. Und nachdem die ja so lang sind, schneide ich die auch ein bisschen in Stickerln.
Mit der Karotte mache ich das genauer so. Und den Babyspinat, den habe ich schon gewaschen. Die Frühlingszwiebel schneide ich in so ein bisschen schräge Ringe. Das Koriandergrün wird fein gehackt. Das Steak hat jetzt eine Stunde mariniert und nun kann es braten. Dazu muss ich es ein bisschen trocken tupfen. In die Pfanne habe ich ein bisschen Rapsöl gegeben und darin brate ich jetzt auf jeder Seite 4 Minuten. Die Reisnudeln, die habe ich jetzt getrennt. Das hat nämlich 400 Gramm oder was gewesen. Das hat jetzt immer noch fast 200 Gramm und das langt uns ja wirklich. Da gebe ich jetzt meine Marinade dazu. Und die Garnelen. Das vermische ich jetzt. Dann gebe ich mein Koriandergrün darunter. Nun gebe ich in die große Schüssel einmal meinen Spinat. Ihr braucht da keine Angst haben, der schmeckt wirklich ganz gut. Ich habe das schon ausprobiert. Der schmeckt nicht nach Spinat, sondern nach Salat. Dann gebe ich das Gemüse dazu und vermische das ein bisschen. Das Fleisch hat gute Röststoffe angenommen. Die seid vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Das gebe ich jetzt raus und tue es für 5 Minuten in der Folie packen und dann schneide ich es erst an. Da sollen jetzt meine Nudeln und die Garnelen und das alles drunter gemischt werden. Da bin ich ja gespannt, weil ja das eigentlich so ein bisschen eine Basis, weil die Nudeln ja so lang sind. Vielleicht hätte ich es abbrechen sollen. Den Salat, den teile ich jetzt auf 2 Teller auf. Jetzt bin ich ja schon ganz schön gespannt auf unser Fleisch. Da kommt jetzt auf alle Fälle noch Pfeffer und Salz auf. Obwohl, Salz ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil ich es ja mariniert habe in diesem salzigen Ding. Naja, ein bisschen was schottet. Das Fleisch schneiden wir jetzt in feine Streifen. Ich glaube, ich gebe da noch ein bisschen Salz drüber. Manche sind ein bisschen sehr roh innen drinnen. Aber die gebe ich meinem Mann. Der mag das. Der, wo Austern und Muscheln isst, der mag ein rohes Fleisch auch. Das Fleisch kommt jetzt auf den Salat auf. Und dann haben wir eigentlich schon fertig. Vielleicht ein bisschen Korianderblätter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Fertig, bis zum nächsten Mal.